Als ich im Juni 2002 zur Genesung meines Krebses in die Alpen fuhr, hätte ich nie erwartet, dass sich meine Sicht auf die Welt in diesen Bergen komplett ändern würde. Holla, das ist nicht die feine Art. Ich traf einen alten Franziskanerpater. Er zeigte mir die heilende und hochenergetische Schwingung der blauen Stunde. Er legte mir Gottes Schöpfung anders dar, als es meine bisherige 50-jährige Ausbildung zum Bundesbürger erlaubt hatte. Nie hätte ich geahnt, dass ich mich nach dieser Reise in einem Bewusstsein wiederfinden würde, das mir auf einfachste Art und Weise die Mystik alter Schriften aufschlüsseln würde. In immer weiteren Gesprächen erzählte Frater Peter mir von seiner Begegnung mit Adolf Hitler im Jahre 1938. Er blickte ihnen direkt in die Seele und ließ niemals einen Zweifel aufkommen, dass er diese auch sofort zermalmen könnte. Er erzählte mir über unsere Bestimmung. Nur eine einzige Blockade trennt uns vom wahren Erkennen aller tieferen Hintergründe des menschlichen Dilemmas. Die Erkenntnis unserer simplen Bestimmung. Ist unsere Bestimmung simpel? So simpel. Philosophierten über Götter, über Rachsucht und über den heilenden, liebenden Gott. Lassen wir diese Pseudogötter der Eifer und Rachsucht beiseite. Was bleibt denn noch groß bestehen, wenn wir uns auf das dritte Wesen besinnen? Ich denke, das ist der Christusgeist, den wir alle einmal besaßen. Eine frohe Botschaft des Heiligen Geistes, mein Freund. Nämlich, dass wir die Fakten begreifen und verändern können. Im Sinne der Sohnschaft mit dem liebenden Gott. Das war natürlich noch nicht alles. Und wie sollte es auch anders sein? Es kam natürlich noch viel dicker. Plötzlich traten Außerirdische in mein Leben. Wäre jetzt zum Beispiel eine Frau hier, würde sie mich natürlich wahrnehmen, weil ich in eurer Frequenz existiere. Aber in der Frequenz meines ursprünglichen Heimatplaneten würdet ihr weder mich noch meinen Heimatwelt so wahrnehmen. Es sei denn, es ist euch gegeben, euch in unsere Schwingungsebene zu begeben. Und ich besuchte sogar eine Welt innerhalb unseres Planeten. Noch bevor Frater Peter starb, ermöglichte er mir den Zugang zum größten Abenteuer meines Lebens. Vielleicht sogar der größten Offenbarung meiner sämtlichen Leben.